Am 3. März stimmt die Schweiz über zwei Initiativen zu unseren Renten ab. Für deine Meinungsbildung haben wir einen Jungpolitiker und eine schon pensionierte Politikerin eingeladen, die hier über die Vorlage diskutieren. Heute reden wir über die 13. AHV-Rente, wo, wie der Name schon sagt, analog wie ein 13. Monatslohn eine 13. AHV-Rente für alle Menschen in der Schweiz will. Mein Name ist Jonas Lütti, ich bin Präsident der Jungfreisinnigen Basel-Stadt und 21 Jahre alt. Ich bin Christine Keller, ich bin Grossrätin von der SP Basel-Stadt und 64 Jahre alt. In unserer Verfassung steht schon lange im Artikel 112 von der Bundesverfassung, dass die AHV-Rente den Existenzbedarf angemessen soll sichern. Und das Versprechen ist bis heute nicht erfüllt worden. Wir wissen, niemand kann von, besonders von einer minimalen AHV-Rente leben. Jetzt haben wir eine Entwicklung, wo die Krankenkassenprämien gestiegen sind, Mieten gestiegen sind, die Energiekosten gestiegen sind, wo die Teuerung angezogen ist. Und es reicht einfach immer mehr Leute, und zwar nicht nur denen, die sowieso auf Ergänzungsleistungen angewiesen sind, nicht mehr. Darum denke ich, es ist ein richtiger Schritt, jetzt auch die Kaufkraft von diesen Menschen zu stärken und ihnen die 13. AHV zu geben. Ich bin gegen die 13. AHV-Rente, weil es unserer AHV jetzt schon schlecht geht. Wir haben bis im Jahr 2050 ohne die 13. AHV-Rente ein strukturelles Defizit von 100 Milliarden Schweizer Franken. Wenn man Altersarmut will bekämpfen, soll man das machen, aber zielgerichtet. Vorher ist angesprochen worden, man hat immer wie mehr Probleme mit Krankenkassenprämien, Kaufkraftverlust und so weiter. Darum ist es aus meiner Sicht jetzt der falsche Zeitpunkt, um die Abgaben von der breiten Bevölkerung zu erhöhen, um eine 13. AHV-Rente auszahlen. Notabene in Anbetracht davon, dass ganz viele ältere Menschen die AHV-Rente gar nicht brauchen. Also, Sie haben vorher gesagt, der AHV geht schlecht. Im Moment geht es aber nicht schlecht, obwohl das seit den Nullerjahren immer wieder prognostiziert worden ist und noch früher. Im Moment schreibt sie Überschuss. Im Moment haben wir einen AHV-Reservefonds von 50 Milliarden, der sich noch auf 70 Milliarden wieder erhöht. Es ist richtig langfristig, sieht es ein bisschen düster aus, aber Prognosen bis zum Jahr 2050 seriösermaßen zu erstellen, das ist fast nicht möglich. Das Statistik basiert dann auf Annahmen, die jederzeit über den Haufen geworfen werden. Also im Moment finde ich die Aussage unserer AHV geht es nicht gut falsch. Ich glaube einfach, es ist verkürzt zu denken, dass man nur bis 2030 kann überlegen kann, weil danach sieht man auch durch die demografische Situation von unserer Bevölkerung, dass es noch halb durch abgeht. Und das sind ja nicht Zahlen, die wir Jungfreisinnige am Samstagnachmittag gewürfelt haben. Das sind Zahlen vom Bundesamt für Statistik, sind Zahlen vom Bundesamt für Sozialversicherung in SP-Hand. Das ist nicht irgendetwas, was wir uns überlegt haben, sondern das sind Zahlen, die man so kann, nachweisen kann. Und dann ist es ja auch so, dass wir in anderen Bereichen von der Politik Probleme haben mit der Demografie. Wie geht es uns in der Pflege in 20 Jahren? Einfach, weil wir ein grösseres Mass haben an älteren Leuten. Und das ist halt auch in der AHV so. Während man bei der Einführung von der AHV rund 6 Personen hatte, die eine Rentnerin oder einen Rentner finanziert hat, sind es mittlerweile noch 3 und in 20 Jahren sind es noch 2. Das Verhältnis verändert sich und das bringt einfach grosse finanzielle Probleme mit sich. Ja, das Verhältnis verändert, aber das Verrückte ist ja, es hat ja trotzdem funktioniert. Und warum? Weil eben die Demografie nicht das Einzige ist, was für die AHV eine Rolle spielt. Gerade so grosse Rolle spielt die Zunahme von der Produktivität und von den Löhnen. Und tatsächlich ist es heute möglich, dass viel weniger Erwerbstätige als früher die AHV finanzieren. Und was das Bundesamt für Statistik anbelangt, selbstverständlich macht das nach dem besten Wissen und Gewissen. Aber es sind immer Annahmen, die zugrunde liegen. Annahmen, wie es weitergeht. Im Moment ist es so, dass die 13. AHV-Rente finanziert werden kann. In näherer Zukunft, das haben wir auch gesagt, wird es möglicherweise nötig sein, dass man die bescheidene Summe, vergleichsweise bescheidene Summe von 80 Rappen pro Tag, durchschnittlich gleich 0,4 Lohnprozent wird mehr einzahlen. Ich finde, das ist fair für ein anständiges Leben im Alter. Ich glaube, was man schon muss sehen, ist, dass wenn man die Lohnprozent von der Bevölkerung einkassieren, dass er dann nicht gezielt eingesetzt wird zum Altersarmut,
Armut zu bekämpfen, sondern es bekommt eben jede und jede so eine 13. AHV-Rente, heisst auch ein Herr Vasella, auch ein Herr Blocher und so weiter. Und man kann schon die Personen unterstützen, die das brauchen, da bin ich dabei, aber auch der breite Bevölkerung, das finde ich keine gute Idee. Und dort nochmal zum Gedanken aufzunehmen mit dem Kaufkraftverlust. Die ältere Bevölkerungsgruppe ist die, die am reichsten ist. Und mit deren Abgabe verursacht man eben, dass die Kaufkraft von den Jungen zu den Alten verlagert wird. Und das heisst auch, weil die Alten es weniger brauchen, dass das weniger eingesetzt wird und das Geld dann eigentlich auf dem Konto verschmort. Also gut, ich fange mit dem Letzten an. Es ist, tut mir immer ein bisschen weh, wenn gesagt wird, so generell, die Alten sind reicher als die Jungen. Tatsache ist, 15% der alten Menschen über 65 sind armutsbetroffen. Und das Vermögen, wenn man sagt, ja, durchschnittlich haben sie so und so viel auf der Seite, das Vermögen, erstens kann man keine zuverlässige Angaben, zweitens sind Vermögen sehr ungleich verteilt. Tatsache ist, die ältere Bevölkerung klagt mehr, in gewissen Bereichen vor allem, die nur auf die AHV angewiesen sind, über finanzielle Nöte. Die Altersarmut ist wirklich ein Problem. Wir haben 200 bis 300.000 altarme, ältere Menschen. Das ist einfach eine Schande in der Schweiz, wo eben, wie ich gesagt habe, in der Verfassung schon lange das Versprechen steht, dass die AHV eine angemessene Existenzsicherung bieten soll. Jetzt noch zu den Blocher, Vasella und so, die auch profitieren. Sie müssen sehen, dass der Topverdiener viel mehr einzahlt hat, als er je bekommt. Es ist ein Grundprinzip von der AHV, dass eben die Rente unabhängig davon, was eingezahlt worden ist, auch bei hohen Beitragszahlern, trotzdem in einem sehr schmalen Range zwischen Minimum und Maximalrente ist. Es wäre gefährlich, wirklich gefährlich, jetzt Solidarität aufzubrechen und sagen, ja, aber die Topverdiener, die sollen die 13. AHV-Rente nicht bekommen. Dann würde es dazu führen, dass die würden sagen, aber wenn meine Beiträge plafoniert werden, dann können wir nicht mehr so viel, wenn wir nicht mehr so wie alle anderen unbeschränkt Beiträge zahlen. Und das wäre das Ende von der Solidaritätsidee, von der AHV, von der grossartigen Sozialversicherung von unserer Schweiz, die wirklich auf Solidarität zwischen Arm und Reich basiert. Aber ich finde es schon noch interessant, oder? Sie sagen, Sie haben Mühe mit so generellen Aussagen, aber die 13. AV ist eigentlich sehr eine generalistische Lösung, indem dass sie eben allen so eine 13. AV-Rente auszahlt. Und was schon noch interessant ist, wenn man die Systematik anschaut, also jemand, der jetzt schon viel AV bekommt, also nicht beim Minimalbeitrag ist, der bekommt dann mehr als jemand, der wenig hat. Und eben die 15% Altersarmut, die Sie vorher angesprochen haben, absolut, da muss man etwas unternehmen. Mhm. Aber nicht bei 100%, für das haben wir einfach kein Geld. Also ich habe versucht darzustellen, dass Geld vorhanden ist für einen bescheidenen Preis von 80 Gramm. Pro Tag durchschnittlich können 150 Franken mehr Rente finanziert werden. Und nochmal, es ist bekommen alle gleich viel in einem sehr schmalen Range zwischen der Minimalrente und der Maximalrente. Sie wissen ja, dass Maximalrente nicht mehr als doppelt so viel an Minimalrente darf sein. Und klar, frankenmässig ist dann die 13. Altersrente bei allen gleich. Aber der Topverdiener hat in seinem Leben mehr eingezahlt, als er je rausbekommt. Und bei den anderen ist es eben anders. Das ist der Gedanke, der Solidaritätsgedanke. Und prozentual spürt der Herr Blocher die zusätzlichen 2,54 pro Monat nicht, während es eben für viele ärmere, ältere Menschen sehr entscheidend ist, ob sie das Geld haben oder nicht. Sie haben es absolut richtig gefasst, oder? Der Herr Blocher spürt das nicht, auch Herr Vasella spürt das nicht und darum ist es eben falsch, dass er so eine bekommt und Sie sagen, die 13. AV-Rente sind finanzierbar, oder? Ich glaube, wenn man natürlich einen Horizont hat von den nächsten 15 Jahren, dann mag das stimmen, aber wenn man weiterdenkt, dann hat man massive Probleme mit der 13. AV-Rente. Wir reden von jährlich 5 Milliarden Schweizer Franken und das ist dann nur die 13. AV-Rente. Wenn man den sonstigen Loch anschaut in der AV, sind es nochmal massiv mehr und das zahlt dann einfach die arbeitende Bevölkerung und auch dort ist es ja so, die sind belastet mit Krankenkassenprämien, Lohnabgaben jetzt schon. Und das heisst, von denen das wegzunehmen, um eine unzielgerichtete Massnahme zu treffen, finde ich einfach falsch.
Also es zahlen die Rentner natürlich mit, also die Krankenkassenprämien zahlen auch die Rentner, Steuern zahlen auch die Rentner. Kurz, mittelfristig wird man nicht darum herumkommen, einen Bundesbeitrag zu erhöhen an der AHV. Und das ist auch richtig, im Moment steht in der Verfassung, 50% darf der Bundesbeitrag nicht übersteigen an der AHV. Im Moment sind wir bei 20%. Da wird man, nachdem kurzfristig mit Lohnbeitragserhöhungen, bescheidenen Lohnbeitragserhöhungen eine Zusatzfinanzierung möglich ist, wird man halt müssen, auch beim Bund mehr Geld reingeben. Aber das ist nicht wegen dieser 13. AHV-Rente. Das ist, weil die AHV nach jetzigen Prognosen sicher, wie gesagt, bis 250 kann niemand mit Sicherheit sagen, wie sich es weiterentwickelt. Schon in den Nullerjahren müssten wir heute jetzt pleite sein, wenn die Prognosen gestimmt hätten, auch vom BFS. Aber man wird sie müssen, unabhängig davon, ob wir jetzt die 13. Monatsrente geben, wir werden uns müssen darüber unterhalten, wie es weitergehen soll mit der AHV. Die Diskussion kommt auf uns zu, aber ich finde, die ältere Bevölkerung, die ja in Vorschussleistung gegangen ist, wollen wir doch nicht vergessen, dass es die ältere Generation ist, die der Jugend auch und den Erwerbstätigen ihre Jugend und ihre Ausbildung finanziert hat. Deren ältere Generation soll nicht zugemutet werden, jeden Rappen umdrüllen zu müssen. Also Sie sagen, der Bund kann das nachher finanzieren. Das ist natürlich spannend, weil der Bund hat sein Geld ja auch von den Menschen. Also es ist nicht so, dass der irgendwie das Geld aus dem Hut zaubert. Das heisst, auch dann wird es schlussendlich die breite Bevölkerung treffen. Und wenn wir das uns mal genau anschauen, oder wenn man es beispielsweise mit Mehrwertsteuerprozent finanziert oder auch mit Lohnabgabe, dann führt das in der Regel zu Konjunkturschwankungen. Und was passiert bei Konjunkturschwankungen? Es hat Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt und so weiter und so fort. Und dort haben wir eben gesehen, dass in Konjunkturschwankungen es gerade auch die Jungen betrifft, die dann schneller ihren Job wieder verlieren. Und nochmal, ich sage es gerne, Sie haben vorher den Generationenkonflikt angesprochen. Der besteht nur, wenn die arbeitende Bevölkerung Geld muss transferieren an Ort, wo es gar nicht braucht. Ich meine, die Armutsbekämpfung können wir gerne machen, aber nicht so breit, für das haben wir das Geld nicht. Aber es geht doch nicht um so breit, es geht einfach darum, das Grundprinzip von der AHV, dass alle einzahlen, ohne Plafonierung und alles Gleiche bekommen, dass man jetzt das nicht an dem Beispiel von dieser 13. Monatsrente soll aufsplittern. Da könnte man ja bei der ganzen AHV sagen, ja, warum bekommt der Herr Blocher überhaupt den AHV? Und dann noch wegen dem Bund. Meine Vorstellungen sind natürlich nicht, dass zusätzliche Steuereinnahmen breit verteilt werden, sondern Sie kennen unsere Konzepte. Wir wünschen uns eine Finanztransaktionssteuer als Ersatz für die gerechte Kapitalgewinnsteuer, die wir einmal hatten. Warum soll Geld, das an der Börse erwirtschaftet wird, nicht versteuert werden im Gegensatz zu Lohn? Ich stelle mir vor, dass Dividendenbesteuerung angehoben wird. Das ist Geld, das an der Börse verdient wird. Warum nicht 100% besteuern? Es gibt die Idee von der Erbschaftssteuer, die hängt auch. Über 50 Millionen Erbschaft soll besteuert werden. Das ist unsere Forderung. Und wenn wir das so umsetzen, dann leidet nicht die breite Erwerbs tätige Bevölkerung darunter. Also zuerst mal zu dieser Finanztransaktionssteuer. Ich finde es immer interessant, dass Sie wieder kommen. Sie haben schon jenste Länder versucht, die einzuführen, beispielsweise auch Schweden. Die haben es dann rund 10 Jahre später wieder aus der Kraft müssen setzen, weil es eben nicht funktioniert und sehr schwierige Effekte mit sich gezogen hat. Und dann das Zweite, was angesprochen worden ist, eben quasi das Grundprinzip von der AV. Ich meine, jetzt ist es ja so, dass die Maximalrenten deckelt sind, oder? Also da geht es um weiter rauf. Aber das Prinzip hätten ja mit dieser 13. AV-Rente auf, indem das auch die mehr bekommen. Und wenn man Armutsbekämpfung würde konsequent machen, müsste man einfach die Minimalrenten anheben und dann könnte man die Leute sehr gezielt unterstützen. Und ganz abgesehen davon gibt es immer noch so das Instrument von der Ergänzungsleistung, wo genau dort unter den Arm greift, und das ist auch völlig richtig und wichtig, was eben nicht lenkt. Ja, also es wird dann auf einem höheren Niveau deckelt, aber deckelt ist es ja immer noch. Es sind dann einfach 13 Renten, sowohl bei der Minimal- wie bei der Maximalrente.